Hallo und herzlich willkommen zu Tag 115 meines veganen Tagebuch. Es ist Sonntagmorgen, ich bin noch nicht mal angezogen, aber ich stehe schon hier vor der Kamera und sage euch das, was sozusagen gestern passiert ist. Gestern ist Folgendes passiert: Ich bin mit dem Rad zum Vegans gefahren, das ist ein Leipziger Supermarkt, der ist 10 Kilometer entfernt. Aber ich wollte unbedingt die frische Kurkuma-Knolle haben, die ich in einem anderen Video von Gemeinsam Vegan gesehen habe, dass die sozusagen dort angeboten wird. Und ich bin Kurkuma-Fan und da wollte ich unbedingt mal so eine frische Kurkuma-Knolle haben. Und bin hingefahren zum Vegans und keine Kurkuma-Knolle da. Ja, haben wir mal nicht. So ein Öko-Manier halt. War so ein Typ mit so einem Loch im Ohr, mit so einem Ring drin. Und ja, schade, ne? Ja, schade, ich bin 10 Kilometer gefahren, die Pappnase. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann mal ein bisschen im Vegan umgeschaut und war jetzt nicht so begeistert. Also, ja, also vieles hat von mich überhaupt nicht interessiert, weil es halt Fertigprodukte waren und die Gemüseabteilung war jetzt nicht so exorbitant, dass man sagen könnte, ja, schön. Also, war bisschen enttäuscht, also ich würde wegen Vegans halt nicht nochmal hinfahren. Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende. Und zwar war ja die zweite Sache, was auch dort in der Nähe war, das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, das Mekong. Das hat mir die Silke empfohlen. Und sie hat es mir damals empfohlen, weil die Durianfrucht, apropos Durian, ach da komme ich nachher noch dazu, die Durianfrucht da war. Und die hat mir am Anfang ganz gut geschmeckt auf der Revolution, aber dann ist es immer wieder aufgestoßen und irgendwann hatte ich dann gedacht, nee, will doch nicht. Aber da war der Mekong schon mal in der Nähe und da dachte ich, asiatischer Supermarkt, cool, mal sehen, was du drin findest. Bin reingestapft und ja, und dort war ich plötzlich im Paradies. Also wirklich, ich war im Paradies. Und zwar die erste Kühltruhe, die ich aufgemacht habe, was hat mir entgegengeleuchtet? Das, was ich auf der Revolution unbedingt mal testen wollte, aber neben der Durianfrucht, aber die nicht aufgeschnitten wurde, die Jackfrucht. Es war die Jackfrucht da und es waren ganz viele andere exotische Obst- und Gemüsesorten in diesem Tiefkühler drin. Und ich habe mich da, das Problem ist, teilweise standen keine Preise drauf, teilweise stand nichts deutsch drauf, aber es war halt trotzdem, ich habe mich wie so im Paradies gefühlt, hatte ein Grinsen, was bis zu den Ohren ging und habe mich dann da durchgewühlt durch die ganze Theke und ja, habe dann sozusagen dort richtig voll zugeschlagen und das Geilste ist ja, aber ich habe ein kleines Video gemacht, wo ich ausgepackt habe, weil ich so begeistert war. Schaut euch das erstmal an. Ich komme gerade vom Mekong oder aus dem Mekong, wie auch immer. Und auf jeden Fall, ich bin total glücklich. Ich bin zwar ein bisschen geschafft, weil das waren jetzt wieder 10 Kilometer mit dem Rad, was nicht viel ist für jemanden, der trainiert ist, aber ich muss mich da erst reinkämpfen. Und zwar gab es da geile Sachen im Mekong. Danke nochmal an Silke, falls du zuhörst, die hat mir das empfohlen. Und zwar handelt es sich dabei um so einen Asialaden. Und ich habe Sachen bekommen, da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Und Sachen bekommen, die ich schon lange mal probieren wollte und die ich nirgendwo anders gefunden habe. Also, ich packe einfach mal aus, was ich hier habe. Also einmal Sushi-Blätter, sehr, sehr preiswert. 1,80 Euro, 10 Stück. Die sind wahrscheinlich direkt aus dem Thermoreaktor, aber sie sind billig. Ne, sind aus China. Das heißt, sie sind nicht mal aus Japan. Von daher 1,80 Euro, 10 Stück. Wahnsinn ist das. Dann hier. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aus Süßkartoffeln Nudeln. Süßkartoffelnudeln. Und Süßkartoffeln, ich sage nur Okinawa. Okinawa war bis vor ein paar Jahrzehnten, kann man jetzt schon fast sagen, der Ort oder die Insel oder die Region, wo die Insel der Unsterblichen, wo die meisten 100-Jährigen gelebt haben, bis jetzt die Verwestlichung eingekehrt ist und die auch jetzt sich langsam annähern an das normale Altersgefüge, war dort die Insel der Unsterblichen. Und was haben die als Hauptquelle gegessen? Süßkartoffeln, wo sie sich noch traditionell ernährt haben. Und das sind Süßkartoffelnudeln. Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Weiter geht's. Das hier habe ich noch nie gelesen, aber das sah irgendwie so geil aus. Und das werde ich mal machen. Ich muss erst mal gucken, was das ist. Also es ist, genau, Riesenelefantenohrstängel in Stücken. Habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Wenn ihr wisst, wie das zubereitet wird, dann könnt ihr mir das sagen. Wahrscheinlich werde ich es einfach braten und essen. Riesenelefantenohrstängel in Stücken. Richtig, richtig geil. Weil ich es noch nicht kenne. So, weiter geht's. Ich war vorher im Vegans, weil ich dachte, dass da Kurkuma gibt.
Die Verena und der Sebastian von Gemeinsam Vegan haben mir das gesagt. Und da haben ihm Vegan gesagt, nö, Kurkuma, das haben wir hin und wieder, aber nicht immer. Und im Mekong, eine Straße weiter, im Asialaden, Bums, Kurkuma. Richtig frischen, schönen Kurkuma. Habe ich mich total gefreut, weil ich mich total geärgert habe, weil ich bin extra wegen dem Vegans die 10 Kilometer gefahren. Hier, Kurkuma. Weiter geht's. Okra, ja, Okra ist halt Okra. Wollte ich einfach mal, weil es relativ preiswert ist in der Dose, ohne große Zusatzstoffe, einfach mal so als Option. Und das hier ist der absolute Hammer. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Jackfrucht. Das ist das, was ich eigentlich bei der Rotopia probieren wollte, Revolution. Bei der Revolution probieren wollte, was die nicht hatten. Und jetzt habe ich sie, die Jackfrucht. Ich auftauen und dann essen. Endlich, endlich kann ich die Jackfrucht kosten. So, dann haben wir hier, das sieht aus wie Marzipankartoffeln und das ist Tamarinde. Ich habe aber noch keine Ahnung, was man mit Tamarinde macht, aber ich werde das schon rausbekommen. Auf jeden Fall sah das geil aus, ist ewig haltbar und von daher bis Oktober 2016 wird mir schon irgendwas einfallen, was ich mit Tamarinde machen kann. Auf jeden Fall wieder schön was zum Testen. So, und dann haben wir Reisnudeln, unspektakulär, aber trotzdem schön. Und dann habe ich noch was? Sprossen, frische Sprossen vom Asiaten, da geht nichts drüber. Und last but not least habe ich Maniok. Ich weiß nicht, was das ist, ich habe es aber schon mal gehört. Maniok, auch gefroren und auch keine Ahnung. Ich werde das alles wahrscheinlich braten, bis auf die Jackfrucht, das wäre sowas. Ich lasse das jetzt alles auftauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch Maniok. Ich habe richtig geil viel zum Probieren. Also ich bin total glücklich. Und wisst ihr, was ich bezahlt habe? Für die ganzen exotischen Sachen und auch sättigende Sachen, Nudeln und so weiter. 17 Euro. 17 Euro! 17 Euro hätte mich die Jackfrucht auf der Revolution schon gekostet. Also, der China-Mann ist der absolute, das sind 10 Kilometer jetzt hin und 10 Kilometer zurück, aber ich wäre definitiv ein neuer Stammgast. Besonders da gab es so viele Sachen, da, die habe ich noch nicht mal gehört, weißt du? Und Tamarinde zwar, ich habe schon mal gehört, aber was war denn das? Irgendeine Wurzel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich bin richtig total glücklich und ja, ich werde euch berichten, wie die Dinge hier alle schmecken und ich bin gespannt. Macht's gut. Ja, und entsprechend, es war natürlich ein absoluter Traum und ich werde sozusagen jetzt probieren, was da so alles an Geschmäckern auf mich wartet. Ich habe gestern das Elefantengras schon mal probiert. Das schmeckt ein bisschen wie Spargel, aber so ein bisschen aromatisch-faulisch. Also aromatisch-faulisch im positiven Sinne. Zwar nicht Bombe, aber so ein bisschen, ja, sehr, sehr rund für ein Gemüse. Also nicht bitter oder sowas, sondern richtig schöne runde Note. Aber halt, so Richtung faulig, so ein bisschen, aber nur wenig. Ich bin Fahrrad gefahren und ich merke, ich bin jetzt wirklich relativ viel Fahrrad gefahren. Mir tun bei beiden Knien Sachen weh. Auf der einen Seite ist unter dem Knie bei mir ist ein bisschen zertrümmert, die Knochen sind ein bisschen gesplittert. Das tut halt immer mal weh. Und auf der anderen Seite ist das eher so Meniskusbereich. Das ist nicht schön, aber es ist das Leben und ich bin dann auch schon ein Weilchen auf der Welt, 35 oder 36 Jahre und entsprechend weiß ich nicht, ob ich jetzt die Kurve noch kriege, mich so zu trainieren, dass ich problemlos Rad fahren kann. Des Weiteren auch mein Ischias, der hineinklemmt ist durch meinen Bandscheibenvorfall, tat auch weh. Wäre ich wahrscheinlich jetzt ein paar Tage Pause machen mit dem Fahrrad, bis ich das so halbwegs wieder eingegroovt hat. Vielleicht sind das nur Umstellungserscheinungen. Dann wäre es auch in Ordnung, aber natürlich bin ich nicht begeistert davon, das ist klar. Aber ich werde halt sehen, was kommt und das nehme ich dann halt. Nochmal zu Durian, weil ich vorhin zu Durian gesagt habe. Und zwar war gestern von ihm ein Beitrag. Ich finde den Durian Reiter wirklich eine sehr, sehr charismatische Persönlichkeit, der mit seinem Idealismus und mit seiner Art da wirklich auch immer so tägliche Motivationsspritzen setzen kann. Gestern ist er aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und das ist halt grundlegendes Problem beim Vegan-Sein. Ein paar Mal habe ich das ja auch schon in Ansätzen angesprochen. Gestern ist mir das halt wieder aufgefallen. Nur mal kurz zur Thematik, was er gesagt hat. Er hat sich gestern über Jamie Oliver ausgelassen. Jamie Oliver kennt ihr sicherlich alle. Das ist ein Fernsehkoch, der sich in den letzten Jahren so etwas die Gesundheit auf die Fahnen geschrieben hat. Insbesondere auch bei den Schulen, dass sozusagen das
Kantinenessen ist es ja nicht, das Schulessen, das Schulessen quasi da versucht ein bisschen auf Vordermann zu bringen, nicht nur Pommes mit Schnitzel, sondern das ist halt auch Salat, so leckere Gemüsegerichte oder sonst was. Und ja, das macht er und hat natürlich auch einige Restaurants, Jamie Oliver. Das ist ja eine riesen Marketing-Sache da mit dem Jamie, das ist ja weltweit. Und ja, und es scheint auch in Australien angekommen zu sein. Und da hat halt der Dorian Ryder so eine Karte von ihm, die Gerichte, die er so anbietet, genommen und hat sich halt jeweils immer die Fleischkomponente rausgewählt und gesagt, hier ist ungesund. Und dann sich darüber mokiert, dass der Jamie Oliver so ein bisschen mit wir sind gesund durch die Welt geht und ja, so. Und natürlich aus seiner Sicht von dem Dorian Ryder ist es natürlich so, dass es natürlich nicht in dem Maße ist, wie der Jamie das so propagiert, wie er und sein Idealismus das vorsieht. Aber, und da ist halt eben die Gefahr. Und da ist das, was ich halt häufig schon mitbekommen habe, dass sozusagen die Veganer sagen, vegan sein ist gesund, alles andere ist nicht gesund, Punkt. Ne? Und dass sie nicht diesen fließenden Übergang sehen, der existent ist. Ne? Es gibt einen Übergang. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. So, das kann man für die Leute, die jetzt so Tierrechtler sind oder sowas, kein Tier, Tier. Da gehe ich vollkommen konform damit. Da kann man das wirklich so sagen mit Tieren. Aber wenn man vom gesundheitlichen Aspekt ausgeht, und den hat er gestern immer wieder angesprochen, diesen gesundheitlichen Aspekt, da muss man ganz klar sagen, da gibt es einen Verlauf. So, und da ist auch noch nicht alles hundertprozentig geklärt, was gesund, was ungesund ist. Aber es gibt einen gewissen Verlauf und eine gewisse Tendenz, die natürlich hin zur Pflanzenkost geht. So, wenn er aber jetzt, sagen wir mal, den Jamie das vorwirft, dann sieht er nicht, dass er die Leute wo ganz anders abholt als der Dorian Ryder. Weil der Jamie Oliver, wie gesagt, Schulessen, Pommes und Schnitzel an der Schule. So, und er sagt dann, nein, lass uns ein paar Gemüsesachen dazu hinfügen oder was Leckeres für die Kinder, was sie auch gerne essen. So, und er holt die Leute woanders ab. Und das Problem dabei ist, dass die Leute, die so relativ irgendwo dazwischen sind, ne, und sie überlegen sich Pflanzenkost, ist das was für mich, schauen sich Videos an YouTube, informieren sich, sehen den Dorian Ryder. Und der tut quasi, die stehen so an der Schwelle zum Vegansein oder zur Pflanzenkost. Und der Dorian Ryder mit seiner Art, mit seinem Fanatismus, mit seinem Idealismus, schlägt einfach die Tür zu. Und ja, sie sind wieder draußen. Weil wer hört sich denn an, dass seine eigenen kleinen Erfolgserlebnisse, wie gesagt, Jamie Oliver ist das wahrscheinlich egal, aber derjenige, der, sag ich mal, diese Kost von Jamie Oliver sozusagen angenommen hat und selber in seinem Leben etwas gesünder lebt, und der sieht dann diesen Dorian Ryder, einen Veganer, so, und dann sagt er, was ist das für ein Idiot, ne? Also und das ist halt schade, ne? Und der Dorian Ryder hat sich auf die Fahnen auch geschrieben, dass er diesen veganen Lifestyle rausbringen will, dass er den Leuten helfen will. Aber er hilft den Leuten nur dann, also er hilft nur den Leuten, die bereits eine große Affinität zum Veganismus haben. Und von daher ist das total kontraproduktiv für seine eigenen Ansprüche. Und er ist so von sich überzeugt und so ein Narzisst. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich auch in gewisser Form ein Narzisst bin, dass er das gar nicht so an sich nicht ranlässt. Er wird diese Kritik nicht annehmen können. Das ist einfach seine Persönlichkeit. Aber es ist echt schade für diesen Gesamtkontext und für den Traum, den auch ich habe, diese pflanzenbasierte Ernährung wirklich richtig weltweit sozusagen zu integrieren und dann Umdenken stattfinden zu lassen. Und dafür sind solche Leute kontraproduktiv. Solche Leute sind gut für Veganer bereits. Aber für Leute, die normal leben und die Schritt für Schritt gehen müssen, so, weil sie eben nicht diesen Tieraspekt sehen, sondern nur ihre Gesundheit, da ist das echt scheiße. Und das hat mich richtig geärgert, ich habe da einen Beitrag hinterlassen, ja, das wollte ich nur mal loswerden, dass also echt man als Veganer diesbezüglich wirklich echt mal schauen sollte, wo sind die Leute und auch Respekt davor hat, welche Schritte die Menschen gehen, auch in welcher Geschwindigkeit. So, und wenn man das nicht tut, dann tut man seinen eigenen Träumen da richtig einen Klotz hinwerfen, weil das hilft keinem. So, und das ist wieder eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist. Ja, wie gesagt, was mich durchaus ein bisschen geärgert hat und was auch so ein bisschen, ja, die Klarheit bezüglich dieser Person, die ich sehr, sehr gerne schaue, auch geschärft hat. Ne? Wir sind alles nur Menschen, ich sage das immer wieder und da wiederhole ich mich total gerne, dass Veganer auch nur Menschen sind und dass Veganer auch oft
wieder ihren Überzeugungen quasi handeln, weil sie nicht nachdenken, weil sie zu sehr geblendet sind von ihrer eigenen Schönheit, so wie der Dorian Ryder gestern. Musste ich mal loswerden, weil es mich beschäftigt hat. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen zum Start der Woche zu Tag 116. Macht's gut, euer Christian.